Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir sind schon fast am Ende des diesjährigen Winterkongresses. Ich hoffe, dass ihr mit uns kurzweilige und spannende Tage verbringen konntet. Für das OK und dem Superhelferinnen-Team vor Ort war es auf jeden Fall ein gelungener Anlass. Auch wenn wir da und dort mal etwas ins Dribbeln geraten sind. Bei der Auswahl an Vorträgen und Workshops fiel die Wahl wahrscheinlich nicht immer leicht und man musste sich für einen Raum entscheiden. Wie bereits am Anfang erwähnt, werden die aufgezeichneten Streams demnächst über media.ccc.de zugänglich gemacht. Wer unseren Newsletter abonniert hat, wird informiert, sobald alles online ist. Den Anmeldelink für den Newsletter und Hintergrundinformationen zu den Themen, an denen wir arbeiten, sind unter digitale-gesellschaft.ch zu finden. Aber der beste Weg, um die digitale Gesellschaft näher kennenzulernen, ist noch immer eine Mitgliedschaft. Der Winterkongress soll einen niederschwelligen Zugang zu den Themen der digitalen Gesellschaft ermöglichen, und das nicht nur inhaltlich, sondern auch ökonomisch. Mit den tiefen Ticketpreisen steht der Winterkongress allen offen, die sich für unsere Themen interessieren. Diese tiefen Preise sind aber nur möglich, weil wir von vielen Seiten wertvolle Unterstützung erhalten. Unsere Bühnen respektive Studios haben wir in der Roten Fabrik in Zürich aufgebaut. Das Team von der Roten Fabrik hat uns unkompliziert mit Licht, Ton und allem, was wir gebraucht haben, unterstützt. Herzlichen Dank an alle Beteiligten in der Roten Fabrik. Hoffentlich dürfen wir auch 2023 wieder mit Publikum bei euch zu Gast sein. Das Ticketing-System inklusive viele Stunden Support wird uns von Ticketpark zur Verfügung gestellt. Um den Winterkongress zu bewerben, durften wir auch dieses Jahr auf die Medienpartnerschaft mit der Wochenzeitung WOZ zählen. Aus dieser Partnerschaft sind auch unsere zwei Ratgeber entstanden, die Anleitung zur digitalen Selbstverteidigung und der Ratgeber zur digitalen Nachhaltigkeit respektive nachhaltiger Digitalisierung. Beide Ratgeber sind auch auf unserer Webseite zu finden. Auf der Suche nach einem schönen und leicht editierbaren Pad für die Organisation der Self-Organized Sessions sind wir bei CoreDump, dem Hacker- und Makerspace von Rapperswil-Jona, fündig geworden. Vielen Dank, dass wir auch dieses Jahr euer Pad nutzen durften. Leider gab es keine Self-Organized Sessions, aber vielleicht können wir dann nächstes Jahr wieder ad hoc hier vor Ort solche durchführen. Ein virtueller Kongress braucht einiges an Infrastruktur, Uplink, Material für viele Meter LAN, inklusive Switches, WLAN und was es sonst noch braucht für ein gut funktionierendes Netzwerk, haben wir von Init7 und Privatpersonen erhalten. Die Streaming-Infrastruktur wurde uns von Haus West TV bereitgestellt. Das Material und das Wissen für den Aufbau des Streamings kommt aber komplett aus privater Hand von unserem VOG-Regie-Duo. Vielen, vielen Dank für die unzähligen Stunden Arbeit im Vorfeld des Kongresses und für den super Support hier vor Ort. Mit unserem VOG-Regie-Duo bin ich eigentlich auch schon bei den Menschen angelangt, die diesen Winterkongress der digitalen Gesellschaft gestemmt haben. Wir durften dieses Jahr auf über 40 Helferinnen zählen, die uns im Videoschnitt, in der Streaming-Regie, in der Saaltechnik, am Betreuen des Infodesks und in der Moderation unterstützt haben. Liebe Helferinnen, ich danke euch herzlich für euren Support. Ich möchte an dieser Stelle gerne betonen, dass die gesamte Crew am Winterkongress aus Ehrenamtlichen besteht, die aus Freude, solche Anlässe durchzuführen, ihre Freizeit opfern. Es sei uns also verziehen, wenn da und dort nicht alles reibungslos verlief. Liebe Teilnehmerinnen, die Verdankungsrunde ist bald zu Ende.
Mein letztes Merci geht an meine Kollegen vom OK. Es war nicht immer leicht in den Vorbereitungen für diesen Kongress, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu fällen. Aber ich denke, wir haben es doch ganz gut hingekriegt. So, nun ist aber wirklich fertig. Das war der 5. Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Gleich im Anschluss geht es hier weiter mit der Demo Night von Echtzeit digitale Kultur. Und ich warte auf euch im DigiGuess-Pub. Der Link dazu lautet digiguess.ch/pub. Gerne höre ich nun von euch dort, wie ihr den Kongress zu Hause erlebt habt, welches Feedback ihr an uns habt und was wir vielleicht für nächstes Jahr noch verbessern können. Nichtsdestotrotz wird dann auch noch ein Feedback-E-Mail verschickt. Demnächst erhaltet ihr also nochmal Post von Ticketpark. Schön seid ihr alle dabei gewesen. Danke für die Fragen, die Diskussionen, den Austausch. Ich verabschiede mich und freue mich, einige von euch im DigiGuess Pub anzutreffen. Gebt mir aber einen Moment Zeit, ich muss noch den Raum wechseln. Der nächste Winterkongress findet voraussichtlich wieder im Februar 2023 statt.